Gschere, Steipen, Bier. Ihr gewonnen habt den Schlitten. So, der Winter kann kommen, der Frühling aber auch. Voilà, genug gepostet. Jetzt wird mal Geld richtig aus dem Fenster rausgeworfen. Und Moritz Schädler hier, eure Seraphie. Und ich darf wieder Gebühren zurückgeben. Ich sollte Seraphie-Gebühr haben von Michel aus Sils, bitteschön. Danke vielmals. So, wir sind hier im wunderschönen Bündnerland, quasi das Wallis mit Bodenheizung. Und da wohnt der Kollege. Salut Michel. Du, wir haben hier deine 335 Franken. Obwohl, eigentlich sind es 329. Weil, wir liefern dir hier ein originales SRF-Sport-Handtüchli. Wir sind jetzt hier im wunderschönen Kurort Chur. Michel, was brauchst du? Was sollen wir gepostet? Ja, ein Pullover, würde ich sagen. Pullover? Aber so eine Handyhülle? Habe ich eigentlich. Ja, aber eine coolere. Ja, coolere, gut. Das ist ein bisschen Swag eigentlich. Ja. 29,90. Machen Sie 30, bitte. Da ein Steinbock aus Stein. 25 Franken, schon ein guter Deal. Ja. Merci, Ade. Hast du Hunger? Ja, Hunger haben wir. Aber auf der Hausberg. Ich finde es schade, dass es in diesen Gondeln, dass es so keine Gondoliere gibt, wo so Eis sinkt. Mit einem langen Stecken. Oh, Schellenhäusli! Der bräuchte einen langen Stecken, ja. Hast du gewusst, dass Seraphe das retromanische Wort für Zwangsgebühren ist? Nein. Merci. Danke. Sag mal, was schaust du eigentlich gern im Fernsehen? Das retromanische RTR und denkst so, was reden die? Das mache ich ab und zu. Dann fühle ich mich wieder Ferien. Obwohl es vor dir eine Haustür ist. So, fertig, reingeschoppt. Jetzt wird wieder reingeschoppt. So, wir befinden uns hier im Stuhlgang. Das ist ein Davoser Schlitten mit einem, ja, noch intakt. Ja, Bremse. Also, das ist eigentlich eine dumme Frage, oder? Der Davoser Schlitten hat keine Bremse. Ah, der hat keine Bremse? Nein. Okay. Die Schere? Schere, Steipen, Bier. Ihr gewonnen habt den Schlitten. So, der Winter kann kommen, der Frühling aber auch. Voilà, genug gepostet. Jetzt wird mal Geld richtig aus dem Fenster rausgeworfen. 20 und ich habe 10. Du hast 10. Geschoben. 17 Karten. Ich würde keine Karten nehmen. Ja, aber ich komme nicht raus. Was ist jetzt Trumpf? Da gibt es keinen Trumpf. Ja, aber das kannst du ja weisen. Es sind ein Stück. Karte. Gott darn it. Jetzt ist das Geld schon wieder weg. Ja. Nobel geht die Welt zugrunde. Et voilà, auf deine Gebühren. So, was macht man an so einem 6 Uhr Abend in der Südostschweiz? Das Nachtessen. Ja? Oder Bowling spielen? Rock'n'Bowl. Schön neutral durch die Mitte. Der Sandro Brotz hätte es nicht besser gemacht. Ich zeige jetzt mal, wie man das richtig macht. So, Michel, langen Tag gesehen. Hat es dir gefallen? Ja. Und was haben wir abgemacht? Was musst du noch sagen? Für das zahle ich gerne Seraphengebühren. Aber wir haben noch 5 Franken. Ich habe noch eine kleine Überraschung. Für mich. Ah.